Témoin, avez-vous été membre du Parti national-socialiste? Jawohl. À partir de quelle date? Ich hatte im Jahre 1933 einen Aufnahmeantrag gestellt, der zunächst abgelehnt wurde und dann, soweit ich erinnere, im Jahre 1934 oder 1935 genehmigt wurde. Avez-vous été membre de l'organisation DSA? Ich bin Mitglied der SA für kurze Zeit gewesen und bin dann aus der SA ausgetreten, als gegen mich in der SA ein Ausschlussverfahren eingeleitet wurde und bin dann ausgeschieden. Avez-vous été membre de l'organisation DSS? Nein. Quelles furent vos fonctions jusqu'à votre entrée dans le service de Saukel? Ich war in der Abteilung Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung des Reichsarbeitsministeriums beschäftigt. Quand avez-vous connu Saukel pour la première fois? Soweit ich erinnere, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, als Saukel beim Staatssekretär Syrup im Reichsarbeitsministerium seinen Besuch machte und die einzelnen Beamten zu diesem Besuch dazu gebeten wurden. À quelle époque cela se passait-il? Genau kann ich den Termin nicht sagen. Ich glaube, es war wohl einige Wochen nach der Einsetzung Saukels als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. Quel était votre poste exact au moment de la nomination de Saukel? Ich hatte in der Hauptabteilung Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenhilfe, die Abteilung Arbeitsvermittlung. Et à la fin, quel était votre poste? Ich war damals Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium. Voulez-vous me dire où étaient installés les services de Saukel à Berlin? Ich habe die Frage leider nicht verstanden. Bitte um Wiederholung. Voulez-vous me dire où étaient installés les services de Saukel à Berlin? In Berlin arbeitete Saukel persönlich im Thüringenhaus, während die vom Reichsarbeitsministerium zur Verfügung gestellten Fachabteilungen im Gebäude des Reichsarbeitsministeriums in der Saarlandstraße und zum Teil, nachdem das Gebäude teilweise zerstört wurde, in einem Ausweichquartier in der Nähe Berlins. Je vous remercie. Les services qui se trouvaient au 96 Saarlandstraße dépendaient donc de l'administration de Saukel. Die Dienststelle in der Saarlandstraße 96 war keine neue Dienststelle, sondern das war das Reichsarbeitsministerium und die beiden Abteilungen waren durch den Führererlass zur Verfügung gestellt für die Durchführung der Aufgaben des GBA. Un document qui porte donc comme en tête délégué général au plan de 4 ans, délégué général à la main d'œuvre 96 Charlandstraße émane des services de Saukel. Ich habe nicht ganz verstanden, stand. Un document. Jawohl. Qui porte comme en tête délégué général au plan de 4 ans, délégué général à la main d'œuvre et comme adresse 96.
Why not show him the document? Document 61. L61. Je vous montre le document L61 qui a été déposé au tribunal au cours de ses précédentes audiences. Ce document porte, comme vous pouvez le voir, en haut et à gauche, le délégué au plan de 4 ans, le délégué général à la main d'œuvre. En haut et à droite, Berlin, Saarlandstrasse. Il est daté du 26 novembre 1942. Il émane bien des services de Saukel, n'est-ce pas? Dieses Dokument stammt vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, also von der Dienststelle Saukel. Je vous remercie. Vous avez représenté Saukel aux conférences de l'Office central du plan de 4 ans. Aber vertreten bzw. bin mit dem Generalbevollmächtigten zusammen zur Teilnahme an den Sitzungen dabei gewesen. Nicht immer, aber doch häufiger. Lorsque vous l'y représentiez, vous receviez des instructions. Lorsque vous l'y représentiez, vous receviez des instructions avant de vous y rendre. Wenn wir zu größeren Sitzungen und wichtigeren Sitzungen geladen wurden, gaben wir über das Thüringenhaus die Mitteilung, dass Sitzungen seien, und wir erhielten unsere Richtlinien darüber, wie wir die Linie des Generalbevollmächtigten in den Sitzungen zu vertreten hätten. Et lorsque vous reveniez de ces séances, vous en rendiez compte à Saukel. Entweder nach den Sitzungen haben wir entweder ihm persönlich oder über seine persönliche Referenten ihm Mitteilungen über das Ergebnis der Besprechungen zukommen lassen. Les déclarations que vous faisiez donc dans ces différentes conférences engagent la responsabilité fonctionnelle de Saukel, si j'ai bien compris. Als Beamter war es immer meine Pflicht, mich zu vergewissern, wenn ich Mitteilungen in einer Sitzung machte, festzustellen. Je ne vous demande pas cela, répondez à ma question. Vous receviez des instructions avant les conférences. Vous en rendiez compte après. Ce qui se passait dans ces conférences engage donc la responsabilité de Saukel. Ich bitte doch dazu, eine Erläuterung geben zu dürfen. Is that really a matter of law, Mr. Herzog? Isn't it really a matter of law, not a matter of evidence? Je passe, Monsieur le Président. Vous avez déclaré tout à l'heure que les conversations auxquelles vous aviez assisté à Paris avaient été des conférences amicales. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à la conférence du 12 janvier 1943. Es ist mir im Augenblick nicht möglich, nach dem Datum die Teilnahme zu bestätigen. Ich könnte es aber nach dem Inhalt der Besprechung wissen, ob ich dabei gewesen bin. J'ai déposé hier au tribunal ce document qui est le document 809 qui contient le compte-rendu de cette conférence. Au cours de cette conférence, Laval, entre autres choses, a dit à Saukel, il ne s'agit plus d'une politique de collaboration, mais du côté français d'une politique de sacrifice et du côté allemand d'une politique de contrainte. Nous ne pouvons prendre aucune mesure politique
sans nous heurter partout à une autorité allemande qui se substitue à nous. Je ne puis servir de garant à des mesures que je n'ai pas prises. Et dernier extrait, il ne m'est pas possible d'être simplement syndic des mesures de contrainte allemande. Estimez-vous que ce soit là des déclarations amicales? Ich habe das eine Wort nicht verstanden. Glauben Sie, dass das... Nein, aber es sind... Questions amicales. Vous avez dit que le ton des conversations était amical. Je vous donne un extrait de ces conversations. Confirmez-vous qu'elles soient amicales, qu'elles aient été amicales? Ich kann nur bestätigen den Geist der Verhandlungen, an denen ich teilgenommen habe. Diese Ausführungen sind mir in der vorgetragenen Form nicht bekannt. Je vous... Si elles vous avaient été connues, auriez-vous déclaré qu'il s'agissait de conversations amicales? Mr. Herzog, he wasn't there, and he did say he doesn't know about it. We can judge for ourselves whether the tone of it is friendly. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas connaissance de transport forcé. Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass mir keine Zwangstransporte in der Zuständigkeit des GBA bekannt sind. Kenne ich auch nicht. Deportation. Vous souvenez-vous d'avoir assisté le 15 et le 16 juillet 1944 à la Wartburg, à une conférence qui réunissait Sauckel et un certain nombre de présidents d'offices généraux et de collaborateurs de Sauckel. Auf der Wartburg war eine Besprechung der Präsidenten der Gauarbeitsämter. Zu dieser Besprechung bin ich dort gewesen. Bien, bien. Vous souvenez-vous d'y avoir pris la parole? Jawohl. Vous souvenez-vous d'y avoir fait une déclaration sur les méthodes de recrutement? Das erinnere ich so nicht, aus dem Gedächtnis nicht. Je vais vous faire passer le document. Il s'agit du document 810 que j'ai déposé hier sur le numéro RF 1507. Le tribunal trouvera à la page 10 l'extrait que je veux soumettre au témoin. Vous avez dit... Vous y parliez des conversations que le délégué général à la main-d'œuvre menait avec l'armée au sujet de la collaboration de l'armée au recrutement. Et vous avez dit, je cite, « Le Führer a approuvé l'emploi de mesures de coercition dans toute leur étendue. » Contestez-vous encore ? Que vous ayez su que le recrutement des ouvriers s'opérait par transport forcé. Ich bitte um Augenblick Zeit, weil ich es bisher noch nicht gefunden habe, es mir noch nicht hier vorgelegt. Es handelt sich um eine Niederschrift eines Teilnehmers, anscheinend des Militärbefehlshabers in Paris. Ich habe meine Ausführungen zu dieser Frage hier nicht zur Hand,
könnte mir aber wohl denken, dass der Generalbevollmächtigte bei der Schwierigkeit... Voulez-vous voir un peu plus haut, à la page 8, sous le numéro 4. Seite 9. Jawohl. Non, sous le numéro 4 en chiffre romain. Au sujet de l'utilisation de la main-d'œuvre européenne, des problèmes qu'elle pose, des moyens et des procédés mis en œuvre, Tim a fait les remarques suivantes. Premièrement, en Europe du Nord. Deuxièmement, territoire du Sud-Ouest. Troisièmement, Italie. Quatrièmement, France. Et nous arrivons au passage sur lequel je vous demande de vous expliquer, parce que c'est bien vous qui l'avez prononcé, cette phrase. Voulez-vous me répondre? Contestez-vous encore que vous ayez eu connaissance que le transport s'effectuait de façon forcée? Ich habe nicht die Absicht, etwas zu bestreiten, sondern kann nur zum Ausdruck bringen, dass Saukel an sich vom Führer wohl Vollmacht hatte, alle vernünftigen Wege zu beschreiten, um die Heranbringung von Kräften zu aktivieren. Es sind in Frankreich ja auch Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt worden, in Einverständnis mit dem damaligen Ministerpräsidenten Laval, die man als Zwang vielleicht bezeichnen könnte. Je vous remercie. J'ai alors une dernière question à vous poser. Dans cet extrait, vous dites, le Führer a approuvé. S'il a approuvé, c'est donc qu'on lui avait proposé. Est-ce bien exact? Soweit ich erinnern kann, trug Gauleiter Saukel stets das Ergebnis seiner Besprechungen in Paris dem Führer vor. Es ist möglich, dass dort die Frage der Methode der Anwerbung, über die mit Il avait prop... die mit Laval besprochen hat, dem Führer vorgetragen hat. Und es war üblich dann, dass sich die Billigung, wie ich schon einleitend bei meiner Vernehmung sagte, des Führers stets vergewisserte, um nicht im Widerspruch zu den Auffassungen Hitlers zu arbeiten. Je vous remercie. Pas de question. Zeuge, das Dokument, das Ihnen zunächst vorgelegt wurde, L61, aus der Saarlandstraße. Jawohl. Liegt hier vor, nicht im Original, sondern es steht drunter, gezeichnet Saukel. Nun hat mich der Angeklagte Saukel dahin informiert, dass es möglich sei, dass er es nicht selbst unterschrieben habe, sondern dass er nur allgemein unterrichtet worden sei. Es liegt etwa die und die Post vor, es sind normale Durchgangsschreiben und seine Vollmacht gegeben habe zur Unterzeichnung. Ist das denkbar? Es war so, dass die Abteilung der Saarlandstraße... Dr. Servatius, did Sarko state that in evidence, or are you telling us simply what he said to you? Ich kann es nicht genau sagen, ob hier das erklärt hat. Beantworten Sie die Frage. Jawohl. Es kam schon vor, da Herr Saukel seine Funktion als Gauleiter in Weimar weiter durchführte, dass ihm Vorlagen nicht erreichten. Die Abteilungen in der Saarlandstraße legten ihre Entwürfe
im Thüringenhaus den persönlichen Referenten vor. Und da war es schon möglich, das weiß ich auch aus meiner Kenntnis der Verhältnisse, dass der Inhalt der Entwürfe telefonisch durchgegeben wurde und dass die persönlichen Referenten befugt wurden, den Namen des Generalbevollmächtigten unter das Dokument zu setzen. War das so umfangreiche Post, dass er von dem Einzelnen keine genaue Kenntnis nahm? Das ist schwer für mich zu beurteilen. Ja. Genügt. Noch eine Frage. Führer Saukel Speer. Ist es richtig, dass der Angeklagte Saukel Ihnen gesagt hat, der Führer habe ihm befohlen, allen Anforderungen Speers nachzukommen? Ob diese Äußerung direkt gefallen ist, weiß ich nicht. Gut. Es ist Ihnen hier das Dokument vorgelegt worden, wo Laval sich beschwert über das Verhalten der deutschen Dienststellen. Bezog sich diese Beschwerde auf die Tätigkeit Saukels oder war es nicht so, dass Saukel gegenüber von diesen Beschwerden Mitteilung gemacht hatte und er sich dann bei Saukel selbst bedankte für dessen Haltung? Ich erinnere aus den Besprechungen bei Laval, dass Laval mehrfach Saukel gegenüber seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck brachte, dass er von ihm vorgeschlagene Maßnahmen und Erleichterungen bewerkstelligt hatte. Insbesondere lag Laval immer daran, dass, wie er sich ausdrückte, das Klima und die Atmosphäre in Ordnung gebracht werden müssten und dass er den Wunsch hätte, möglichst bald Besprechungen mit Hitler selbst zu bekommen und bat Saukel, ihm doch den Weg zu öffnen. Soviel ich weiß, hat Saukel Besprechungen dieser Art auch durchgeführt und dafür bedankte sich Laval. Ich habe dann an diesen Zeugen keine Fragen mehr. My switch is up. Can you hear now? The job of the GBA was to get workmen to replace the men who'd been taken into the army out of industry. That was largely your work, was it not? Die Aufgabe des GBA war viel umfassender, weil die ganzen Aufgaben, die früher dem Arbeitsamt... Well, I understand, but that was part of your work, was it not? Jawohl, aber... Yeah, die... Right. Now, you were therefore told beforehand the number of people that the army were taking out of industry, weren't you? So you could make up your estimates. Die Zahlen wurden in der zentralen Planung abgeglichen. Das war gerade die Aufgabe der zentralen Planung, dass das OKW geplant... Wait a minute. I don't care who examined the figures, but your organization certainly had knowledge of the needs of the army, of the number of people the army were taking out of industry. You had to have that information, didn't you? Die vorgesehenen Einziehungen wurden in der zentralen Planung mitgeteilt. All right, reported to the Central Planning Board. Now then, they were taking people out of industry also who are not needed for the army, weren't they? I mean Jews. They were taking Jewish people out of industry, were they not? Mr. Saukel said yesterday that Jewish people were being taken out of industry. You admit that, don't you?
Jawohl, das Juden aus der Industrie herausgezogen, auf Weisung des Reichs für das SS. And I suppose the central board were given the number of Jewish people that were taken out of industry, were they not? Das ist mir nicht bekannt. In den Sitzungen, wo ich dabei gewesen bin, ist das nicht erörtert worden. Well, don't you assume that that must have been the case if they had defined the number of replacements? It must have been so, mustn't it? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nur die Gesamtzahlen der Einziehungen dort mit kennenlernte. Aber unabhängig von der Judenfrage, da kann ich mir kein Urteil erlauben, weiß ich nicht. Das verstehe ich. Don't you know that Himmler and the SS told the Central Planning Board the number of Jews that were being taken out of industry for whom replacements were needed? You know that as a fact, Nein. Don't you? You don't. Nein, ich weiß nur, dass wir gewisse Auszüge mal von Reichsführer SS bekamen, dass aus der Industrie Kräfte herausgezogen wurden und dass gerade auf Einspruch des Generalbevollmächtigten, der für Ersatz stellen sollte, diese Maßnahme, das erinnere ich, zum Teil wieder zurückgezogen wurde. And you do know that that one of the duties of the Reichsführer SS was to withdraw Jews from industry, you know that. Ich weiß Auszüge aus Mitteilungen, dass Juden aus der Industrie herausgezogen würden.